In dem heutigen Video geht es um das Thema Reibung. Und jeder weiß noch aus dem Physikunterricht, da hieß es dann immer, Reibung kann vernachlässigt werden, das brauchen wir nicht, das muss nicht mitberechnet werden. Aber kann man tatsächlich Reibung vernachlässigen? Und was würde passieren, wenn es von einem Moment auf den anderen keine Reibung mehr gäbe? Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Sagen wir, es gäbe ab jetzt keine Reibung mehr. Was würde passieren? Als erstes würde ich hier von dem Stuhl runterfallen, denn die Oberfläche wäre ja spiegelglatt. Ich könnte mich hier gar nicht richtig drauf halten. Als nächstes würden alle Objekte wegrutschen, die nicht auf einer absolut geraden Ebene stehen. Das heißt hier zum Beispiel, ich gehe mal stark davon aus, dass das Regal nicht hundertprozentig gerade ist, würden alle Objekte langsam nach vorne rutschen oder zur Seite, je nachdem, wo der niedrigste Punkt ist, und irgendwann einfach runterfallen und sich dann sogar in diesem Studio in der Ecke sammeln, die den niedrigsten Punkt hat. Denn auch der Boden wird hier nicht absolut hundertprozentig gerade sein. Nehmen wir mal an, das hier wäre eine absolut gerade Ebene und dieses Wolframpulver hier in dem Becherglas könnte man hier drauf hinstellen. Jetzt ist die Frage, könnten wir das hochheben? Eventuell könnten wir es hochheben, wenn wir genau wissen, wie wir es machen müssen. Denn wenn wir jetzt sagen, wir umgreifen es nur so und versuchen es so hochzuheben, würden wir einfach nach oben abrutschen. Denn es wäre ja absolut glatt. Reibung existiert nicht und damit könnte unsere Kraft von den Fingern nicht auf das Objekt übertragen werden und damit könnten wir es nicht hochheben. Aber es gibt eine Möglichkeit, auch wenn es keine Reibung gäbe, das Objekt hochzuheben. Und zwar, wenn wir eine formschlüssige Verbindung herstellen. Das heißt, wenn wir das ganze Objekt so greifen würden, dass wir es umschließen. Das heißt, hier oben ist ja so eine Kante und wenn wir dann hier so greifen würden, dass wir diese ganze Form abbilden, könnten wir es auch hochheben, wenn es keine Reibung gäbe. Und das nennt man dann eben formschlüssige Verbindung und das steht im Gegensatz zur kraftschlüssigen Verbindung. Denn existiert Reibung, kann die Kraft über unsere Finger als Normalkraft auf das Objekt wirken und durch die Reibung rutscht es nicht runter. Vergleichen wir nochmal kraftschlüssige Verbindung links mit einer formschlüssigen Verbindung, die rechts dargestellt wird. Eine Kraft zieht eine Kugel beispielsweise aus Gummi nach rechts. Das Gewicht wirkt nach unten und durch den Reibkoeffizienten zwischen Kugel und Boden wirkt eine Reibkraft entgegen der ziehenden Kraft. Anders bei der formschlüssigen Verbindung, wie zum Beispiel bei Zahnrädern. Auch hier zieht eine Kraft an dem Zahnrad nach rechts, die Gewichtskraft wirkt auch nach unten und es entsteht eine Kraft, die der ziehenden Kraft entgegenwirkt. Nur, dass die Kraft dieses Mal durch die Zahnräder ausgelöst wird, unabhängig davon, ob es Reibung gibt oder nicht. Reibung entsteht durch die Oberflächenbeschaffenheit. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal unsere Hand als Beispiel nehmen, haben wir hier an den Fingern Fingerabdrücke und dadurch wird die Oberfläche deutlich geschwungener und größer als auf der Handrückseite. Und wenn wir jetzt ein Objekt wie das hier auf den Tisch stellen und dann mit unseren Fingern, also da mit der Seite, wo der Fingerabdruck ist, verschieben wollen, ist das eigentlich kein Problem. Denn durch die große Oberfläche unserer Finger ist es dann möglich, den Reibkoeffizienten so weit zu erhöhen, dass das Objekt nicht wegrutscht. Nehmen wir die Rückseite, jetzt nicht da, wo der Fingernagel ist, sondern einfach nur die Rückseite der Hand oder der Finger, rutscht man immer mal wieder über das Objekt drüber. Wenn man zu fest drückt, verkantet es auf dem Tisch, der einen sehr hohen Reibkoeffizienten hat. Betrachten wir mal ein Fahrzeug. Könnten wir mit einem Auto uns noch vorwärts bewegen? Im Motor wird die potenzielle Energie des Kraftstoffs durch Verbrennung in Bewegungsenergie gewandelt. Durch Reibung der Lager oder Wellen geht ein Teil der Energie in Form von Wärme verloren. Öle können die Reibung reduzieren, aber nicht komplett verhindern. Aber hier merkt man, ohne Reibung wäre der Prozess deutlich effizienter und es würde immer noch alles funktionieren. Wie hier zum Beispiel beim Ferrofluid. Durch diese ölige Struktur gleitet der Magnet richtig durch die Schale. Die Reibung wird so weit reduziert, dass er fast von alleine rotiert. Wie schon gezeigt, funktionieren Zahnräder auch ohne Reibung. Denn hier werden die Kräfte durch einen Formschluss übertragen. Und dann sogar noch besser, da keine Energie in Wärme gewandelt werden würde. Das Problem bei einem Fahrzeug sind die Reifen, denn das ist eine kraftschlüssige Verbindung. Das bedeutet also, das Fahrzeug steht auf dem Asphalt und durch die Reibung kann die Kraft übertragen werden und das Fahrzeug bewegt sich vorwärts. Und deswegen entsteht auch das Problem im Winter bei Glatteis. Die Kraft kann nicht mehr so gut übertragen werden, denn der Reibkoeffizient zwischen Reifen und Asphalt wird so stark verringert, dass eben ein Rutschen entstehen kann. Und genauso auch, wenn man fährt und dann bremst, ist ja genau das Entgegengesetzte, also die Kraft wird in die andere Richtung übertragen und deswegen verzögert das Fahrzeug. Und wenn da auch der Reibkoeffizient nicht groß genug ist, dann drehen die Reifen durch und man schlittert einfach nur nach vorne.
Und die zweite Baustelle ist die Kupplung. Hier herrscht eine kraftschlüssige Verbindung. Die Kupplung würde also einfach nur durchdrehen und es könnte keine Kraft übertragen werden. Also zurück zum Physikunterricht. Man kann Reibung vernachlässigen, wenn man sich's einfacher machen will und Ergebnisse leichter berechnen möchte. Aber Reibung existiert überall und kann eigentlich nicht vernachlässigt werden, weil dann nämlich das Ergebnis verfälscht wird. Man muss nur überlegen, ist es für das Ergebnis relevant? Also ist der Anteil der Reibung so klein, dass es einfach keine große Auswirkung auf das Resultat hätte? Dann kann man es natürlich vernachlässigen. Mit einer Wärmebildkamera möchte ich euch mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn Wärme übertragen wird, einfach nur durch Reibung. Das hier ist eine kompakte USB-Wärmebildkamera für Android-Smartphones. Den Link zu dem nicht ganz günstigen Spaß habe ich euch mal in die Beschreibung gepackt. Den Stift hatte ich eben kurz in der Hand gehalten. Daher sollte er etwas wärmer als der Tisch sein. Schauen wir uns das Ergebnis mal kurz an und analysieren es mal. Links wird eine Skala angezeigt, die sich immer anpasst. Schwarz ist immer der kälteste Bereich im Bildausschnitt, hier jetzt mal 20 Grad Celsius, und weiß immer der wärmste, hier 25 Grad Celsius. Jetzt ist meine Hand im Bild und weiß, die Temperatur springt auf 31 Grad Celsius und der Stift ist nur noch ein dunkles Grau. Reibe ich ganz leicht mit dem Finger über den Tisch, sieht man eine aufgewärmte Spur, die dann aber relativ schnell wieder verschwindet. Das hier ist Henry. Sieht ein bisschen ungewohnt aus, aber man kann sehr gut ablesen, welche Bereiche warm sind, wie zum Beispiel Augen und Schnauze, und welche Bereiche kälter sind, wie jetzt zum Beispiel die Nase. Wichtig ist also, die Skala variiert. Es gibt aber auch eine Farbeinstellung mit einer neuen Skala. Die ist dann vor allem gut, wenn man sehr viele Farbbereiche in einem Bild wiedergeben möchte und man mehrere Messstellen hätte. Geht es aber nur um eine Temperatur, ist die Schwarz-Weiß-Darstellung am sinnvollsten. Maximal kann die Wärmebildkamera 330 Grad Celsius messen. Ich reibe jetzt mal mit meiner Handfläche auf dem Tisch. In der Wärmebildkamera sieht man, wie die Fläche immer wärmer wird. Ihr habt ja eben gesehen, meine Hand hat eine Temperatur von etwa 31 Grad Celsius gehabt. Durch die große Fläche kann man nicht so viel Druck aufbringen und deswegen erreiche ich dann nur eine Temperatur von etwa 30 Grad Celsius. Nehme ich dagegen nur einen Finger, erreiche ich mehr als 40 Grad Celsius. Und ohne Wärmebildkamera sieht der Tisch aus wie vorher. Machen wir das Ganze jetzt mal etwas professioneller. Lassen wir mal zwei Metallteile aufeinander reiben. Und das Ganze dann ohne Schmieröl und mit ordentlich Druck. Dazu nehme ich die Säulenbohrmaschine. Der Metallzylinder ist aus Titan und den Bohraufsatz tausche ich noch mit einem Nagel aus. Damit wird die Reibfläche etwas größer. Die Wärmebildkamera zeigt, die Temperatur steigt sehr schnell an und erreicht etwa 170 Grad Celsius. Sinkt dann aber durch die Wärmeleitfähigkeit der Metalle schnell wieder ab. Der Titanzylinder ist aber leider etwas schräg, deswegen mache ich das gleiche jetzt nochmal mit zwei identischen Schrauben. Damit ist dann die Auflagefläche besser. Ohne Wärmebildkamera sieht man erstmal nichts. Mit der Kamera aber sieht man, wie drastisch die Temperatur ansteigt. Die Kamera justiert sich alle paar Sekunden neu und passt die Skala an. Die großen schwarzen Pixel sind noch nicht erfasst oder zu weit außerhalb der Skala. Bei 330 Grad Celsius ist dann Schluss. Dann können wir aber schon mit bloßem Auge etwas erkennen. Das Quietschen ist so unangenehm und laut gewesen, dass ich den Versuch nur mit Gehörschutz durchführen konnte. Auf einmal kann man das Glühen der Metalle erkennen. Lässt man die Bohrmaschine im richtigen Moment zum Stillstand kommen, kann man beide Schrauben auf diese Weise verschmelzen lassen. Und einfach nur im Hinterkopf behalten, das Ganze nur durch Reibung. Bei Holz kann man sich schon eher denken, was passiert. Es fängt an zu qualmen und zu rauchen und auf diese Weise könnte man theoretisch Feuer machen. Beim Flexen zum Beispiel sind die Scheiben so rau und rotieren so schnell, dass das andere Objekt nach und nach abgetragen wird. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir mal in die Kommentare, bei welchem Prozess die Reibung optimiert werden könnte. Also zum Beispiel bei diesem Elektromotor. Ohne Reibung wäre der Elektromotor deutlich effizienter. Und habt ihr Ideen für Experimente mit der Wärmebildkamera? Links könnt ihr jetzt noch mein Video zum Thema Wanta Black sehen und rechts, wie man auf Magneten schweben kann.